Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Das letzte ist jetzt ja leider schon ein paar Monate her. Liegt leider nicht daran, dass ich kein Filmmaterial oder auch keine Ideen hätte, aber im Moment einfach keine Zeit, was zusammenzuschneiden. Das ist leider, wie es ist. Man kann leider nicht immer nur das machen, was Spaß macht im Leben. Und ich arbeite mich auch noch in ein neues Schneideprogramm rein. Also nichtsdestotrotz, jetzt ist es ja da, das neue Video. Ja. Ich probiere auch neue Technik aus, deswegen gucke ich vielleicht ab und zu mal zur Seite, weil ich da sehe, was ich aufnehme. Ich habe dieses Video, ich glaube, mindestens mal im Februar, wenn nicht sogar schon im Januar angefangen aufzunehmen und auch dann zusammenzuschneiden. Es gibt auch schon ein paar Voice-Overs aus den letzten Monaten, also ist alles so ein bisschen zusammengestückelt. Aber worum geht es denn eigentlich? Wenn ich ein Bild male, habe ich immer zu viele Ideen und kann mich nicht für was entscheiden. Ganz konkret geht es darum, wie will ich mein Bild abmalen? Also wie will ich die Illustration gestalten? Soll es eher realistisch sein, eher ein bisschen einfach gehalten? Schwarze Outlines, keine schwarzen Outlines, immer solche Sachen. Und ich habe dann immer Angst. Ich mache dann immer irgendwas und dann denke ich mir, oh, hätte es lieber gelassen oder keine Ahnung, vielleicht sah es doch gut aus. Um mir vielleicht eine kleine Arbeitshilfe für so Fragen zu schaffen, habe ich es jetzt einfach mal so gemacht, dass ich ein Bild, ein Motiv genommen habe, das ich schon vor ein paar Monaten gemalt habe, habe mir das sechsmal auf ein A3-Blatt getraced, dass die so Töne nebeneinander sind und habe die dann zwar immer mit den gleichen Farben, aber immer etwas anders gemalt. Also ihr werdet es dann sehen, also es wird dann von links nach rechts immer ein bisschen komplexer von der Ausarbeitung, von ziemlich einfach zu, würde schon fast semi-realistisch nennen, schwarze Outlines, nicht schwarze Outlines, Buntstifte, viele Details, wenige Details. Also darum geht es jetzt in dem Video, wie auch so ein paar kleine Änderungen einen großen Einfluss auf die Wirkung von einem Bild haben können. Manche Änderungen waren auch nicht ganz so klein, ich bin auch ein paar Mal ein bisschen eskaliert. Aber auf jeden Fall hat es mega Spaß gemacht und ich kann euch nur einladen, das auch mal zu machen, entweder gleich mitzumachen oder einfach irgendwas anderes nebenbei zu malen. Oder vielleicht habt ihr am Ende des Videos auch mal Lust drauf, sowas auszuprobieren. Also ich kann es echt nur empfehlen zum Experimentieren auf jeden Fall. Jetzt geht's mal los mit dem Video. Wie gesagt, es sind ein paar Original Voice-overs von damals, also die ich gesprochen habe, wenn ich aufgenommen habe. Ein paar habe ich später gemacht, ein paar habe ich jetzt aktuell gemacht. Also vielleicht findet sich manchmal so ein bisschen der rote Faden durch diese lange Zeitspanne. Aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ein trotzdem hoffentlich kurzweiliges und interessantes Video zusammenzustellen. Jetzt mal Film ab. Die untere Reihe werde ich mit schwarzen Outlines machen. Ich habe dafür die Copic Multiliner. Die sind Copic Proof. Sprich, das ist das Wort von Copic für Alkoholmarker fest. Also sind nicht nur wasserfest, sondern Alkoholmarker fest. Das ist ein bedeutender Unterschied. Ich möchte das jetzt zuerst machen. Muss nämlich erst auch gescheit trocknen, bevor man dann mit den Copics drüber malen kann, damit es auch wirklich nicht verschmiert oder möglichst wenig verschmiert. Ich habe auch schon ewig nicht mehr eine Tischtafel gemalt. Stuhl mal ein bisschen niedriger machen. Vielleicht hätte ich auch ein paar Aufwärmübungen machen sollen. Das ist einfach nur in Anführungszeichen simples Nachziehen der vorgezeichneten Linien mit einem Feinliner. In Anführungszeichen deswegen, weil das muss auch geübt sein. Ich habe zugegeben rausgeschnitten, wie ich daneben gemalt habe. Bei den ersten beiden Bildern werde ich erstmal nur mit den Basisfarben arbeiten. Im Englischen würde man sagen Flat Colors. Ich benutze wirklich nur eine Farbe, braun für die Haare, eine Hautfarbe für die Haut, eine Farbe fürs Kleid und so weiter und versuche höchstens damit ein bisschen Schatten zu machen, aber auch nicht zu viel. Eben sehr vereinfacht und dann werde ich in den nächsten Bildern immer mal wieder ein bisschen mehr verschiedene Farben und Abstufungen einfügen. Während das Ganze trocknet, benutze ich jetzt Buntstifte, um die Außenlinien wiederherzustellen. Trocknen muss es deshalb, weil man sonst keinen Farbunterschied oder kaum einen Farbunterschied zwischen der ersten und zweiten Farbschicht sehen würde. Die nächste Runde Farbe ist dran. Ich nehme exakt die gleichen Farben wie davor auch schon bei der ersten Farbschicht und gehe einfach nochmal über die Stellen drüber, die dunkler werden sollen. Das klappt, je nachdem, wie hell oder dunkel der Farbton ist, besser oder auch weniger gut.
Ich habe festgestellt, je dunkler die Farbe, umso schwieriger ist es. Ganz schwierig ist es mit Rottönen. Da sieht man kaum einen Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Farbschicht. Ist sehr stark von der Farbe abhängig, vom Stift, wie gut diese Technik funktioniert. Vorteil dieser Technik ist definitiv, man braucht nicht viele Farben und man hat sehr schnell und sehr einfach Ergebnisse erzielt. Nachteil, es ist definitiv nicht das gleiche, wie wenn man einen dunkleren Stift nimmt und die Schatten erzeugt oder eine andere Farbe. Es hat nicht ganz so eine Tiefenwirkung, wie wenn man mit mehreren Farben arbeitet. Aber es ist definitiv eine gute Option. Wie gesagt, wenn man einfach nicht viele Farben zur Verfügung hat. Oder zweitens, wenn man einfach auch diesen Effekt erzielen möchte. Das ist immer natürlich Voraussetzung, was möchte ich überhaupt erzielen? Wie soll mein Bild am Ende aussehen? Es kommt auch stark auf den Illustrationsstil an. Weil ich das noch gar nicht erwähnt habe, ich verwende hier für die Haare die Copic Chaos. Davon habe ich ein paar. Ansonsten verwende ich größtenteils die Alkoholmarker von Uhuhu. Ich habe die in der Honolulu A und B Serie. Die B ist die mit der Pinselspitze und der Feinspitze. Und die Honolulu A-Serie ist die ebenfalls mit Pinselspitze und mit Keilspitze. Ich hatte die zuerst mit der Keilspitze, weil es die so eher die ganze Zeit nur gab. Entweder mit Keil und feiner Spitze oder Brush und Keilspitze. Ich brauche diese Keilspitze aber so gut wie nie. Und tatsächlich ist das die Ausführung an Brushmarker, wie sie für mich ideal ist, mit Pinsel und feiner Spitze. Und obwohl ich schon unglaublich viele in der A-Variante hatte, habe ich mir sofort, als die in der B-Variante rauskam, nochmal ein 216er-Pack in der B-Variante gekauft. Ich glaube, ich habe es auch noch gar nicht gesagt, aber das hier ist das A3-Markerpad von Uhuhu. Und das Tolle an Uhuhu ist, dass immer diese Einlegeseiten mit dabei sind, damit ich mal zwischenlegen kann. Und das ist sogar bei dem großen Block in A3 dabei. Finde ich ziemlich cool. Wie ihr seht, ich gehe hier über die Linien drüber und manchmal macht es denen nichts aus, aber hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, bin ich gerade über die schwarze Linie drüber und da hat es das verwischt. Das hat jetzt einen Tag getrocknet, mindestens. Es könnte sogar schon vorgestern gewesen sein, dass ich die schwarzen Linien gemacht habe. Also es ist zwar bedeutend besser, wie wenn man das mit einer normalen Fineliner machen würde, aber es ist trotzdem keine Garantie. Nur weil man jetzt die Multiliner von Copic genommen hat, dass da absolut nichts verwischt. Zumindest passiert mir das ab und zu mal. Und so oft habe ich an dieser Stelle jetzt eben auch nicht drüber gemalt. Ich habe im Grunde nur einen Strich drüber gemacht und dann ist es direkt verwischt. Wenn ich da jetzt dauernd drüber gehen würde, würde ich es ja noch einsehen, dass das passiert. Was ich euch noch so als Tipp mitgeben möchte, falls ihr noch nie mit Alkoholmarkern oder mit den Uhuhus gemalt habt, die sind ziemlich voll mit Farbe. Also der hier nicht mehr, das ist einer meiner Lieblingsmarker, der ist schon ziemlich leer. Aber so generell, da ist ziemlich viel Farbe drin. Und es kann passieren, dass wenn man die einfach so aufzieht und das über sein Bild macht, dass da Farbspritzer rausgehen. Das muss nicht viel sein. Also es ist nicht so, dass da jetzt auf einmal voll der Splash hier über dem Bild ist, sondern es sind dann so kleine Pünktchen, die einem dann meistens erst hinterher auffallen oder besonders gut sind, wenn es jetzt zum Beispiel mit der Grün oder so passiert und dann mitten im Gesicht so ein Fleck ist. Zum einen entweder man öffnet die Stifte halt nicht drüber, sondern nimmt sie so weg oder machen wir jetzt mal hier, damit ihr es auch seht. Oder was ich mir angewöhnt habe ist, ich weiß gar nicht, wie ich das demonstrieren soll, damit ihr das seht, ich mache die in meiner Hand auf. Also ich versuche es mal so zu zeigen. Also ich kann es gerade nicht, weil ich sie so weit weg halte. Normal halte ich die dicht an meinen Körper und jetzt ging's. Also ich versuche es gerade mal zu demonstrieren. Also stellt euch vor, der wäre zu und ich habe den halt so in der Hand und dann mache ich blob. Zum einen reißt man dann die Kappe nicht so ab, hat dann so einen Schwung drauf und zum anderen, wenn dann was passiert, würde das ja in die Kappe spritzen. Das hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen zweideutig. Dann würden ja die Farbtropfen in die Kappe gehen. Aber nicht aufs Bild. So, so viel dazu. Theoretisch ist die
Spitze der Pinselspitze spitzer als die der Fineliner-Spitze. Und ich finde, bei so kleinen Feldern habe ich ein bisschen bessere Kontrolle manchmal mit der feinen Spitze, weil die nicht so nachgibt, nicht so flexibel ist. Man dann doch mal ein bisschen aufdrücken und muss nicht komplett die Spitze in der Luft halten, aus Angst, man berührt gleich zu viel das Papier. Was ja auch ziemlich cool ist an der Pinselspitze ist, die kann man rausziehen, umdrehen und wieder reinstecken und dann hat man wieder eine völlig neue Spitze im Stift. Die Variante da oben hat leider ein bisschen darunter gelitten, dass ich versucht habe, ihr Wimpern zu malen. Jetzt sieht es aus, als hätte es einen verlaufenden Mascara. Wimpern sind was, das ich überhaupt nicht gut kann. So, jetzt muss das unten noch kurz trocknen, dann kommt wieder die nächste Farbschicht. Währenddessen möchte ich da oben gerade mal probieren, noch ein paar Bereiche zu intensivieren. Ich bin da vorgestern zu früh drüber gegangen, da war die Farbe einfach noch nicht getrocknet genug. Ich lasse es noch eine Weile trocknen. Währenddessen mache ich hier drüben in der zweiten Spalte weiter. Hier unten, das habe ich schon die Outlines fertig mit diesem Copic Multiliner in der Farbe Wine und in der Dicke 0,1. Und hier oben die Linien, hier drüben habe ich ja verschiedene Buntstifte genommen. Hier mache ich die Linien mal nur in diesem Buntstift Pompeianisch Rot. Ich werde auch diesmal so schlau sein und mir die Linien vorher anmalen. Die werden wahrscheinlich verwischen und verblassen, wenn ich mit Alkoholmarkern drüber gehe. Aber dann kann ich sie nochmal nachziehen. Aber vorgestern, wann es auch mal war, hatte ich das Problem hier, dass ich schnell die Details nicht mehr gesehen habe und gar nicht mehr wusste, wo ich malen muss. Den beuge ich jetzt mal vor. Das wäre natürlich einfacher gewesen, wenn ich beim Abpausen meiner Vorlage direkt mit dem Stift das abgepaust hätte. Könnte ich mir jetzt einen Durchgang sparen. Habe ich halt nicht gemacht, jetzt muss ich die Arbeit halt doppelt machen. Das ist, wenn man sich noch nicht im Klaren ist, wo die Reise hingehen wird. Ich gucke so, habe so einen blöden Blickwinkel. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, ich werde das jetzt nicht aufnehmen. Ihr könnt es euch ja vorstellen, wie ich mit dem Stift die Linie nachziehe. Ich habe nur gerade so einen blöden Blickwinkel durch die Kamera drauf, dass ich gerade einfach nicht die Linie treffe. Ja, deswegen mache ich das jetzt auf Kamera und wir sehen uns dann gleich wieder. So. Ich habe mich dazu entschieden, den Block wieder flach auf den Tisch zu legen. Da passt für mich zwar der Winkel beim Malen nicht so gut, aber ich muss ja keine Skizze machen, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Dafür könnt ihr gescheit sehen und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass mein Kopf nicht zu oft drauf sein wird. Ich habe mich übrigens spontan dazu entschieden, nachdem ich angefangen hatte, auf eine Farbnuance dunkler zu gehen, auf Indisch Rot, die 192. Einfach aus Gründen. Werde ich nicht meinen, lasse ich einfach so stehen. So, was werde ich jetzt noch anders machen als an den Varianten davor? Und zwar werde ich pro Farbe oder pro Bereich, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, eine dunklere Farbnuance noch dazu nehmen. Beziehungsweise ich werde noch eine weitere Farbe für die Schatten im Hautbereich dazu nehmen oder im helleren Farbbereich vielmehr. Ja, und dann schauen wir mal, wie das aussieht im Vergleich zu dem. Ich habe ja auch schon mal die Farben geswatcht, die ich für die zwei Bilder genutzt habe. Sieht jetzt relativ viel aus, liegt aber daran, dass es viele Elemente sind. Und auch wenn hier unterschiedliche Brauntöne aufgeswatcht sind, ich habe die nicht zum Schattieren genommen, sondern das helle Braun war in den Haaren, das etwas dunklere Braun ist hier der Griff und der Kaffee und das ganz dunkle Braun, das fast aussieht wie schwarz, ist hier im Mund. Also ich habe hier nach meinen eigenen Vorgaben die Farben nicht gemischt oder für Abstufungen, Schattierungen benutzt. Das kommt jetzt. Mehrere Farben zum Schattieren benutze, werde ich es trotzdem nicht zu ausgearbeitet machen und nicht zu fein detailliert, nur ein bisschen detaillierter. Und ich fange gerne mit der Haut an, weil dann ist das Stressigste schon mal geschafft. Ein bisschen Stress. Ich habe ein bisschen falsch angefangen. Ich darf nicht zu lange warten. Bei dem, was ich vorhabe, wenn ich das Rosa auf die Schultern gemacht habe, dann mit dem Rosa drüber zu gehen, wenn ich das rötliche Rosa drauf gemacht habe, mit dem helleren Rosa drüber zu gehen, weil das sonst sich nicht mehr so leicht mitnehmen lässt. Gibt dann so eine harte Kante, die ich nicht wollte.
Ich versuche übrigens nicht zu sehr über den Buntstift zu gehen, weil ich den sonst verwische. Mir vor allem bei der hellen Farbe, bei dem Rosa, die Farbe dreckig machen. Ich male auch übrigens, ich skizziere ungern mit normalen Bleistiften bei Alkoholmarkern vor, weil man die doch immer ziemlich leicht anlöst, die Buntstifte. Und dann macht man so einen grauen Schatten über sein ganzes Bild, über die Farben. Oder macht die Farben grau vielmehr. Finde ich auch nicht so schön. Schauen wir mal. Ich weiß nämlich tatsächlich nicht, ob so eine gute Idee im Bereich der hellgrünen Handschuhe da lila als Schattenfarbe mit reinzunehmen. Ich bin mal gespannt, ob ich das nicht bereuen werde. Machen wir erstmal die Haare. Ich finde, man sieht jetzt schon deutlich den Unterschied, was passiert, wenn man eine zweite Farbe mit dazu nimmt. Was übrigens bei Buntstiften als auch bei Bleistiften passiert ist, sobald ihr einmal mit dem Alkoholmarker drüber gegangen seid, habt ihr die fixiert, die kriegt ihr dann nicht mehr weg. Deswegen ist es auch so blöd, wenn man dann den Bleistift verschmiert, weil man versiegelt es so im Grunde mit den Alkoholmarkern. Und dann kann man nicht mal mehr die Schmiere wegradieren. Ich bin erstaunt, dass man hier unten noch was von dem lila Schatten sieht. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn das Pink das komplett übermalt hätte, man nichts mehr daran sehen würde. Falsche Farbe. Nur ganz schnell mal zusammengefasst, das zweite Bild bekommt natürlich auch noch einen zweiten Farbanstrich, zweite Farbschicht für die Schatten und das vierte Bild wird analog zum dritten angemalt, das, also hatte ich ja eben schon erklärt, mit den violetten Schatten und mit einer zweiten Farbe. Das passiert alles analog halt zu der Vorgängervariante. Das kommt davon, wenn man nicht konzentriert ist. Ich habe einen Schritt vergessen. Im Moment sehen die Bilder ja noch alle sehr ähnlich aus, also auch immer die Pärchen. Bis jetzt ist es ja noch nicht fertig. Bis jetzt ist es am schlimmsten, das hier. Und hier unten ist es so unsauber. Und da ich ja auch vor allem zeigen möchte, was kleine Änderungen ausmachen, mache mir gerade mal eine Momentaufnahme von dieser Seite. Und dann werde ich gleich noch ein paar Kleinigkeiten verändern. Zum Beispiel möchte ich hier die Outlines mal ein bisschen verändern, ein bisschen dicker machen. Und hier werde ich mal noch ein bisschen mit Buntstift reinarbeiten. Genauso ist mir, weil ich ja hier den Fehler gemacht habe, dass ich das Lila nicht zuerst gemacht habe, wie ich es halt hier gemacht hatte, werde ich hier tatsächlich jetzt auch nochmal nachträglich mit dem Lila drüber gehen, einfach um die Unterschiede zu zeigen, was für einen Unterschied es macht, ob man zuerst die Schattenfarbe unten drunter macht oder ob man so oben drüber legt. Und vielleicht werde ich hier auch nochmal ein bisschen mehr mit Buntstift rangehen. Und da machen wir jetzt mal weiter. Zum Thema Konzentration, hier drüben liegen eigentlich die Farben, die ich nicht benutze im Moment. Wohl die falsche Farbe erwischt. Das Gute ist bei den hellen Farben, wenn man auch schnell genug über die dunklen drüber malt, die lösen die so ein bisschen auf. Und dann sieht man nicht mehr viel davon. Klappt nicht immer, aber manchmal. Jetzt habe ich den Henkel mit angemalt. So.
Wie bereits erwähnt, mache ich die Outlines hier etwas dicker. Das kaschiert zum einen die Stellen, an denen ich rausgemalt habe, und zum anderen ist es auch ein nettes, ich nenne es mal Stilmittel. Bei der Variante hier gehe ich jetzt sogar mal noch einen Tick weiter. Die kriegt nicht nur einfach schwarze Outlines, sondern Schraffuren, Details, wie auch immer man das jetzt noch nennen möchte. Ich bin nicht ganz zufrieden. Das war insgesamt ein bisschen zu spontan jetzt. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie es aussieht, wenn es angemalt ist. Es wird auf jeden Fall interessant aussehen. Bei den beiden letzten Varianten benutze ich so viele Farben. Wirklich so viele Farben. Aber vor allem die hier, die jetzt gerade dran ist, die hat so viel Spaß gemacht zu malen. Und ich konnte da jetzt auch gar nicht so viel wegschneiden, ehrlich gesagt, weil es mir selber so viel Spaß macht, dabei zuzusehen, wie das Bild entsteht. Also da müsst ihr jetzt leider durch. Ich versuche euch die Zeit ein bisschen zu vertreiben, indem ich ein bisschen drüber quatsche. Ja, es ist einfach, ich merke auch, wie ich selbst in den letzten 1,5 Jahren, seitdem ich Alkoholmarker entdeckt habe, einfach auch mit dem Medium gewachsen bin. Also ich bin jetzt nicht der Ultra-Profi, aber ich sage mal so, ich habe angefangen quasi wie beim ersten Bild zu malen und jetzt male ich so. Also ich finde da schon eine gewisse Entwicklung. Ich meine, es ist, wie gesagt, ich habe es bestimmt schon ein paar Mal gesagt, es ist nichts verkehrt, so zu malen, wie die anderen Varianten sind, absolut nicht. Aber trotzdem, dass ich einfach diese Techniken kann auch, dass ich das verblenden kann, das gelernt habe und mir auch die Zeit nehme. Also das ist eigentlich so die größte Entwicklung, weil ich einfach ungeduldig bin und mir selber auch nicht die Zeit gebe, zum einen was zu lernen. Also ich muss immer alles sofort können und wenn was nicht gleich klappt, dann bin ich immer sauer auf mich selber. Also von daher, dass ich mir die Zeit gegeben habe, das zu lernen und auch, dass ich mir die Zeit nehme, überhaupt so lange an so einem Bild zu malen. Das ist wirklich eine große Entwicklung für mich. Und ja, es ist nicht alles realistisch, was ich da mal, wie ich das mal. Ich habe auch zugegeben, ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, ohne Referenz gemalt. Ich habe einfach so gemalt, wie es mir Spaß macht. Aber trotzdem finde ich, also, es sieht jetzt nicht ganz so aus, dass man sagt, was hast du denn da für einen Käse gemalt? Also es ist schon in sich selber stimmig, würde ich jetzt mal behaupten. Ansonsten, das ist Kunst, das muss so sein. Das aktuell aufwendigste Bild, ich denke, das wird auch das aufwendigste bleiben, ist jetzt erstmal fertig. Gefühlt habe ich dafür so lange gebraucht wie für den Rest zusammen. Ihr seht definitiv einen Unterschied bei der Anzahl der Farben, die ich benutzt habe. Und das sind nur die Alkoholmarker. Die Buntstifte, die ich dafür benutzt habe, jetzt nicht mit eingerechnet. Da habe ich einige auch noch benutzt. Die hier drüben auch noch. Ich habe auch mal ein Foto gemacht, weil ich fand es interessant, aus einem flacheren Winkel, wenn man das ganze Bild betrachtet, wie voller das hier aussieht, wie viel mehr Tiefe das hat, nur durch die Anzahl der Farben. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum zu zeigen, welche Art des Malens ist am besten, sondern da einfach nur zu zeigen, wie viele Möglichkeiten man mit seinem Material hat. Und ich werde jetzt auch an ein paar von denen noch ein bisschen weiterarbeiten, und zwar mit dem Material, was ich da verwendet habe, und da auch noch ein paar mehr Details ausarbeiten und mal schauen, wie viel ich noch rausholen kann. Also jetzt nicht um zu sagen, es zu verbessern, einfach nur, wie man es mit dem weniger Material noch verändern kann. Es ist wirklich absolut nichts verkehrt daran, so zu malen, so minimalistisch. Das möchte ich jetzt überhaupt nicht hier abtun oder in Frage stellen. Ich mache von allem Screenshots und Zwischenaufnahmen und am Ende werden wir sehen, wie viele verschiedene Varianten wir von dem gleichen Bild haben und wie unterschiedlich die durch kleine Änderungen aussehen können.
habe mal was Neues ausprobiert, was ich vorher noch nie so gemacht habe. Ich finde, das ist ganz nett geworden. Das hier ist jetzt so eine Mischung aus dem und dem hier, beziehungsweise so eine abgeschwächte Variante von dem hier. Jetzt auch wieder nur ein paar Striche und schon sieht es um einiges anders aus. Hat direkt eine ganz andere Wirkung. Man muss gar nicht viel machen, um im eigenen Stil ein bisschen zu spielen. Schwarze Outlines auszumalen ist insofern immer einfacher, wie ohne Outlines zu malen. Man verliert die Details nicht, wenn man mit der Farbe drüber geht. Da habe ich immer bei den Zeichnungen, wo nur die Skizze dabei ist, recht schwach, habe ich immer so ein bisschen Probleme, dann die Details wiederzufinden und nicht zu verlieren. Das ist definitiv einfacher, wenn man erst alles schwarz vorzeichnet. Mein Plan ist es eigentlich, die gleichen, also die so viele Farben wie in dem Bild darüber zu benutzen, aber das Ganze nicht so arg zu verblenden, wie ich es da oben gemacht habe. Also das so ein bisschen, mir fällt es gerade nur auf Englisch ein, rough zu lassen. Ja, aber das fällt mir gar nicht so leicht. Ich stehe immer voll drauf, das zu verblenden und auch auf die Optik, aber ich versuche trotzdem, mich zusammenzureißen und nicht zu viel zu machen. Ich finde es auch faszinierend, dass ich bei allen den Hüten den Schatten hier unten gemalt habe. Nur habe ich den Schatten da oben gemalt. Arg viel mehr möchte ich da jetzt gar nicht machen. Ich habe da auf einmal meinen Groove gefunden für diesen Stil, den ich jetzt male, für diese Art. Ich habe da jetzt nicht alles so krass verblendet wie hier oben. Ich wollte das die Schraffierungen auch ein bisschen was zu tun haben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde ein paar Sachen ändern beim nächsten Mal, aber ich könnte mir vorstellen, so nochmal zu malen. Wobei ich ja so ähnlich schon mal gemalt habe, so ist es nicht. So, die Chrissy der Zukunft, die dieses Video jetzt hoffentlich endlich fertig schneidet, zeigt euch gleich alle Versionen, die ich in dem Video gemalt habe. Also ich werde jetzt alle Bilder mal ausschneiden, aneinander rein und ihr könnt die euch angucken. Es war ein Projekt, das ich mir schon lange mal vorgenommen habe. Ich weiß nicht, kann man das Projekt nennen? Auf jeden Fall mal so ein, ja doch, war ein kleines Projekt. Es hat auch eine Weile gedauert. Ich habe auch ein paar Tage dran gemalt. Hat auch über mehrere Tage sehr viel Spaß gemacht. Leider kann man das nicht immer mit jedem Bild machen, aber ich hoffe, dass das jetzt so ein kleiner Guide für mich ist, was ich wie gestalten möchte, gestalten kann. Ja. Und ihr schaut euch jetzt die Varianten an, die hier rausgekommen sind im Laufe des Videos. Und vielleicht habt ihr auch Lust drauf gekriegt, das mal auszuprobieren. Oder vielleicht habt ihr auch Ideen für eure Bilder bekommen. Fände ich auf jeden Fall cool. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Ideen, die ihr mir unten reinschreiben könnt. Oder auch ein paar Tipps zu meinem Umgang mit Alkoholmarkern oder Feinlinern, wie auch immer. Schreibt die gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch echt gerne in die Kommentare, was ihr mal sehen möchtet, was für ein Video ihr gerne mal von mir hättet. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Schaut auch gerne mal in eins meiner anderen Videos, die hier wahrscheinlich irgendwo bald auftauchen. Und ansonsten noch viel Spaß bei der kleinen Parade meiner Chelsea. So habe ich die übrigens genannt, mein Charakter. Also viel Spaß jetzt bei der kleinen Chelsea-Parade. Und bis zum nächsten Video.